Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im IRT zu unserem heutigen Kolloquium. Wie immer begrüße ich Sie auch im Namen der FKTG und der Bavaria Film. Zunächst ein Hinweis, wir zeichnen die heutige Veranstaltung auf und die können Sie dann unter YouTube, IRT Mediathek auch jederzeit herunterladen. Unser heutiges Thema ist die Videosignalverarbeitung für zukünftige Bildkommunikationssysteme und ich freue mich sehr, dass wir heute Herrn Professor Dr. André Kaup begrüßen dürfen von der Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat ein buntes Potpourri zu Videokodierung, Videokompression, Videosignalverarbeitung versprochen. Er wird einen Ausblick geben auf die aktuelle Standardisierung und abschließend dann auch noch auf zukünftige Multiview-Systeme eingehen. Ich freue mich sehr, dass das vom Termin ja auch in dieser Woche geklappt hat. Er ist derzeit, kann man schon sagen, sind die ersten Studenten jetzt und das erste Semester, das begonnen hat. Also insofern sind sehr viele Vorbereitungen zu tätigen und daher nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Dafür gibt es, glaube ich, auch einen kleinen Applaus. Gerne. Vielen Dank und ich darf Ihnen Herrn Professor Kaup kurz vorstellen. Er studierte an der RWTH Aachen Elektrotechnik, anschließend war er dort wissenschaftlicher Assistent. 1995 promovierte er mit der Arbeit über Modelle zur regionenorientierten Bildbearbeitung. Von 1995 bis 2001 war er bei der Siemens AG tätig im Fachzentrum Netze und Multimedia-Kommunikation. Zunächst als Projektleiter und ab 1999 übernahm er die Verantwortung für die Vorentwicklung von mobilen Multimedia-Applikationen und Diensten. Seit 2001 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Multimedia-Kommunikation und Signalverarbeitung an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Daneben war er 1997 bis 2001 Leiter der deutschen MPEG-Delegation bei ISO-IEC und stellvertretender Vorsitzender des DIN-Ausschusses Multimedia und Hypermedia Information. Er ist Co-Autor von mehr als 200 Publikationen und Miterfinder von mehr als 50 Patenten. Bitte schön, Herr Professor Kaup. Ja, danke schön für die nette Einleitung. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier vortragen zu dürfen. Ich habe tatsächlich schon eine längere Beziehung nach München, weil ich ja bei Siemens vorher tätig war, aber auch zum IRT, weil zu Münchner Zeiten sind wir durchaus einmal im Jahr, ist das etwa gewesen, hier beim IRT gewesen und haben ein paar technische Entwicklungen diskutiert, sodass mir sogar dieser Raum aus der Zeit noch bekannt ist. Ja, ich möchte ein bisschen über Videosignalverarbeitung sprechen und wie man die für Bildkommunikationssysteme der Zukunft nutzen kann. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt man im Allgemeinen, und deswegen werden Bilder und insbesondere Videos zunehmend in Multimediasystemen eingesetzt, insbesondere in vernetzten Multimediasystemen. Und Sie sehen hier einige Beispiele dafür, angefangen von der digitalen Videokamera über das digitale Kino, den Fernseher zu Hause, die Unterhaltung im PKW oder aber auch die mobile Unterhaltung auf einem Smartphone, die man heute üblicherweise auch mit dabei hat. Bis hin ganz rechts zu sehen, in der Medizintechnik werden Bild- und Videodaten und insbesondere Videodaten zunehmend eingesetzt. Wenn man diese Systeme mit Video betreiben möchte, dann kommt man schnell auf ein Problem, was ganz schön in diesem kleinen Cartoon hier zusammengefasst ist, wo der Verkäufer also noch einen Ratschlag gibt, was er denn kostenlos mitverkauft, wenn man einen solchen großflächigen Fernseher erwirbt. Und das ist nicht ganz verkehrt, dieser Ratschlag, denn wenn Sie mal nachschauen, wie viel Daten eigentlich verschickt werden und welchen Anteil welcher Datentyp hat, dann stellen Sie fest, das ist hier eine Studie von Cisco, dass 56% des gesamten weltweiten Internetverkehrs Video und TV ist. Und wenn man da noch den Anteil dazu zählt, der über Tauschbörsen geht, und Tauschbörsen sind heute überwiegend Videotauschbörsen, keine Audiotauschbörsen mehr, dann liegen sie hier bei weit über 80% Videodatenverkehr. Also die Frage,
Wie viel Platz braucht man für Videodaten, ist eine ganz entscheidende Frage. Und wenn Sie die gut gelöst haben, dann sehen Sie hier, dann können Sie den Datenverkehr auch deutlich besser kontrollieren. Wie viel ist das jetzt, wenn man sich da mal eine kleine Rechnung macht und überlegt, ja, unkomprimiertes HD-Video, Sie kennen die Größe 1920 x 1080, das ist die typische Auflösung, 24 Bit pro Bildpunkt, mal Minimum 30 Bilder pro Sekunde, dann kommt man so auf ungefähr 1,5 Gigabit pro Sekunde oder 187 Megabyte pro Sekunde. Klingt erstmal etwas abstrakt, kann man das konkretisieren? Ja, kann man. Das würde bedeuten, Sie müssten eine DVD pro 4 Sekunden beschreiben oder eine DVD pro knapp einer Minute oder alle 267 Sekunden kann man ausrechnen eine Blu-ray. Sie sehen, das hat natürlich mit der Realität wenig zu tun. Also so kann es nicht gehen in der Realität und tut es auch nicht. Gott sei Dank gibt es Methoden, wie man diese Zahlen deutlich verbraucherfreundlicher gestalten kann. Und das passiert durch Videokodierung oder Videokompression, bevor man die Daten dann tatsächlich überträgt. Wie funktioniert prinzipiell so ein Kompressionsverfahren? Ich zeige Ihnen das zunächst mal an zwei kleinen Bildbeispielen, bevor ich dann ein Systemkonzept auflege. Gucken wir erstmal auf die Bildbeispiele. Nehmen wir mal folgendes Szenario an. Sie haben eine Videosequenz und greifen sich zwei Bilder heraus aus der Sequenz. Das ist ein Bild zum Zeitpunkt tau minus 1 und das hier sei ein Bild zum Zeitpunkt tau. Nehmen wir weiterhin mal an, dass dieses Bild hier schon übertragen ist. Das haben also Sender und Empfänger verfügbar. Und dieser Block hier, der rote, der soll übertragen werden und der ganze Rest, den Sie hier sehen, der ist auch schon am Empfänger vorhanden. Dann kann man sich leicht überlegen, aus diesem Bildbeispiel hier, dass man den roten Block relativ gut vorhersagen kann, wenn man doch die grünen Bereiche hier kennt und für die Vorhersage, wir sprechen dann von Prädiktion, heranzieht. Das nennt man Intra-Frame-Prädiktion, weil es innerhalb von einem Bild passiert. Man kann sehen, gut, man könnte vielleicht den Block nehmen oder den Block oder den Block. Also so ganz eindeutig scheint die Fragestellung nicht zu sein. Das macht man in der Praxis dadurch, dass man sich für eine bestimmte Auswahl hier entscheidet und die dann dem Empfänger mitteilt. Man kann dem Empfänger diese Vorhersage auch durchführen. Die Seiteninformation dazu bekommt er mitgeschickt. Das ist das, was hier steht. Die Seiteninformation wird mit übertragen. Sie sehen, dass das in dem Fall vielleicht ganz gut funktionieren würde. Jetzt könnte man sich fragen, wie schaut es denn mit dem Bild davor aus? Kann man das auch verwenden? Prinzipiell natürlich ja. Sehen Sie sofort, wenn das in etwa gleich dem ist, dann könnten Sie natürlich für diesen Block auch eine Vorhersage aus dem Bild zuvor, also Zeitpunkt tau minus 1, treffen. Oft ist diese Vorhersage sogar besser, immer dann, wenn sich wenig im Bild verändert, wenn es überwiegend statisch ist, dann ist das die bessere Vorhersage. Da sprechen wir dann von Bewegungskompensation. Und man kann sogar nicht nur ein Bild nehmen, sondern ganz viele vorangegangene Bilder. Also tau minus 2, tau minus 3 und so weiter. Und Sie können das zur Vorhersage nutzen. Und dann überträgt man auch wieder diesen gelben Vektor als Seiteninformation, sodass der Empfänger die gleiche Vorhersage machen kann. Das sind die Bewegungsvektorinformationen, die dann mit übertragen werden. Das nennt man Interframe-Vorhersage, weil es zwischen einzelnen Bildern passiert. Wenn Sie das jetzt in einem System verketten wollen, dann landen Sie bei einem Blockschaltbild, was für heutige typische Bildkompressionssysteme immer noch der Standard ist. Das sieht so aus. Das hat im Wesentlichen die Struktur einer DPCM, einer Differenzpulscode-Modulation. Das erkennt man an dieser Schleife, die hier zurückläuft. Der Pfad geht hier so durch und läuft da wieder zurück. Hier oben kommt die Bildinformation hinein. Das Bild wird transformiert, nachdem zuvor ein Prädiktor abgezogen worden ist. Dann wird das transformierte Bild quantisiert. Und die quantisierten Werte werden kodiert. Und das Ganze geht dann auf den Kanal. Damit der Sender selbst aber weiß, was der Empfänger sieht,
und zur Verfügung hat, bildet der Sender selbst das dekodierte Signal. Das macht er so, indem er hier abzweigt, die inverse Transformation bildet, macht also das hier wieder rückgängig. Dann zählt er den Prädiktor mit dazu, der ist ja hier abgezogen worden, zählt er damit dazu. Und dann hat er hier wieder das Bild zur Verfügung, was der Empfänger auch sieht. Sender und Empfänger laufen also genau synchron. Und dann entscheidet der Sender immer, ob er jetzt intra- oder interprädiziert. Das waren diese beiden Fälle, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, nicht entweder zeitlich oder örtlich. Und da wird hier immer hin und her geschaltet und das ist der Prädiktor. Prinzipiell eine tolle Idee, funktioniert auch in den allermeisten Fällen relativ gut. Ich überspringe mal vielleicht diese Bezeichnungen, was da tatsächlich passiert, also örtliche, räumliche Redundanz, Verteilungsredundanz und Irrelevanzreduktion. Und gehe mal zur Frage, wo denn da vielleicht Grenzen sind bei diesem Prinzip. Und das zeige ich Ihnen mal mit einem kleinen Quiz. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Folge von Zahlen, so wie Sie es hier sehen, 2, 3, 5, und Sie sollen die folgenden Zahlen prädizieren, vorhersagen. Es geht also um die Vorhersage, wie vorhin in einem Bild. Was könnte da kommen? Naja, als erstes sagt man sich vielleicht, okay, Schulzeit sieht aus wie Primzahlen, da müsste dann die 7 kommen und die 11. Das wäre doch die richtige Vorhersage für diese Folge. Ja, vielleicht ist es aber gar nicht so. Vielleicht haben Sie vor kurzem an irgendeinem Intelligenztest bei Spiegel Online oder einer anderen Internetplattform teilgenommen und haben festgestellt, nein, nein, die wollen immer ganz andere Ergebnisse hören. Die wollen nämlich hören, von 2 auf 3 geht es um 1 weiter, von 3 auf 5 um 2, von 5 auf 8 um 3, von 4 auf 8 um 12. Das wäre doch die richtige Vorhersage. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so. Vielleicht sind Sie nämlich ganz aufgeweckt und sagen, nein, das ist doch etwas Symmetrisches. Das sieht man nur nicht. Das sollte heißen 2, 3, 5, 3, 2. Könnte auch sein. Und wieso soll ein Ergebnis besser als das andere sein? Ich denke mal, alle drei haben doch ihre Berechtigung in diesem Fall. Und tatsächlich ist es in diesem ganz konkreten Anwendungsfall so, alle diese Beispiele waren falsch. Gesucht war nämlich etwas ganz anderes, auf das Sie nur dann kommen, wenn Ihnen jemand unter die Arme greift und eine Hilfestellung gibt und beispielsweise sagt, denkt doch mal an einen italienischen Mathematiker des 12. Jahrhunderts. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, aha, möglicherweise hat das was mit einer Kaninchenpopulation zu tun und es geht hier um die Fibonacci-Zahlen. Und dann kommt nämlich noch ein anderes Ergebnis heraus. Wenn Sie danach recherchieren, werden Sie feststellen, da kommt immer die Summe der vorangehenden Zahlen. Und dann sieht es eben so aus, 3 und 5 sind 8, 5 und 8 sind 13. Noch ein anderes Ergebnis. Was will ich Ihnen mit diesem Beispiel zeigen? Mit der Prädiktion ist das so eine Sache. So einfach, wie man sich das häufig macht, ist das Leben nicht. Und ohne gute Seiteninformation oder eine gute Modellannahme bekommen Sie keine gute Schätzung. Also gute Modellannahmen sind auch für die Videokompression, die ja die Prädiktion nutzt, essentiell, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und dazu will ich Ihnen ein bisschen was in diesem Vortrag zeigen. Da sehen Sie unser Programm für den heutigen Vortrag. Einleitung haben wir schon abgehakt. Ich werde ein bisschen was über zeitlich-örtliche Prädiktion sagen, dann über Entrauschung, dann über Rotation in Videos, bevor ich dann, da ist ein kleiner Schnitt an dieser Stelle, noch was über Ratenverzerrungsoptimierung und Mehransichtenvideo Ihnen erzählen möchte. Jetzt wagen wir uns aber erstmal an dieses erste Dreierpack hier oben. Da geht es nämlich um Methoden für eine verbesserte Prädiktion. Gucken wir zunächst einmal auf die zeitlich-örtliche Prädiktion. Vorhin habe ich Ihnen gesagt, der Coder schaltet immer um zwischen entweder zeitlicher oder örtlicher Vorhersage. Also entweder das Grüne oder das Gelbe. Das müsste man aber nicht so machen. Man könnte argumentieren, es handelt sich hier um eine Art dreidimensionales Volumen. Also das ist der jetzige Zeitpunkt, das ist der Zeitpunkt davor. Wenn Sie das mal
gemeinschaftlich sich anschauen, dann ist das eigentlich eine Art Würfel, ein 3D-Volumen, das hat zwei XY-Koordinaten und eine Zeitkoordinate. Das könnte man ja aus dem Volumen heraus prädizieren. Das müsste eigentlich doch besser funktionieren. Dann würde das so aussehen, in dem Blockschaltbild, was wir vorhin hatten, ändern wir eigentlich nichts, außer dass wir hier unten noch einen weiteren Pfad einbauen, wo wir sagen, gut, Intraprädiktion haben wir, Interprädiktion, wir eröffnen hier noch eine Variante zeitlich-örtlich zugleich. Müsste eigentlich doch grundsätzlich besser funktionieren. Wenn man sich daran wagt, stellt man schnell fest, das ist in der praktischen Umsetzung unglaublich kompliziert und rechenaufwendig. Da kommt man nicht so schnell an ein Ergebnis, es sei denn, man baut das Schaltbild ein bisschen um. Und dieses Umbauen, das sieht so aus, ich lösche den Pfad hier oben, berechne die Bewegungskompensation erstmal und nutze das Ergebnis zu einer Verfeinerung, um damit eine zeitlich-örtliche Prädiktion zu erreichen. Und diese Verfeinerung, die heißt Non-Local Means Filtering. Und das ist ein Verfahren, was bei uns am Lehrstuhl entwickelt worden ist und das recht gute Ergebnisse erreicht. Und das möchte ich Ihnen gerne mal ein bisschen erläutern, was da für ein Konzept hintersteht. Also, wir haben gesehen, wir müssen ein bisschen vereinfachen, um zeitlich-örtlich vorherzusagen. Und die Idee, die wir nutzen, ist, wir berechnen zunächst einmal die zeitliche Vorhersage und die nehmen wir als initialen Schätzwert und versuchen dann mit einem geschickten Filter das Ergebnis zu verbessern. Und dieses Filter, das ist ein sogenanntes nicht-lineares, nicht-lokales Rauschfilter. Und das erkläre ich Ihnen mal kurz, wie das funktioniert. Das kann man auch für ganz andere Anwendungen einsetzen, Entrauschung beispielsweise in Video, aber eben auch hier zur Vorhersage. Also nochmal unser Bild hier, T oder Tau minus 1, vorangegangenes Bild, Tau, jetziges Bild. Und Sie haben zunächst einmal von hier nach hier kompensiert durch Bewegungskompensation, dann könnte das so aussehen. Wenn Sie jetzt mal nur diesen Bereich hier rausschneiden. Und da fällt Ihnen auf, also das ist das aktuelle Bild und das ist das, was man aus dem Vorgängerbild hineinkopiert hat. Das habe ich jetzt hier bewusst ein bisschen überspitzt. Man sieht nämlich, dass das Hineinkopierte zwar in etwa stimmt, vom Mund her, aber die Farbe passt nicht ganz, ist zu dunkel. Das könnte so ein typischer Effekt sein. Und jetzt versucht man, diese Helligkeitsinformation aus dem Bereich in den Bereich hinein zu kopieren, denn man weiß ja, dass das Bild heller ist als diese Schätzung. Denn das Grüne ist ja dem Empfänger ebenfalls bekannt. Und deswegen könnte der Empfänger, genauso wie der Sender, diese Differenz dazu addieren und damit den unteren rechten Teil heller machen. Das ist die Idee. Und da gibt es einen schönen Filteransatz, der so etwas kann. Den zeige ich Ihnen zunächst mal mit einer Formel und dann mit einem Bildbeispiel in der Erläuterung. Die Formel dazu sieht so aus, Sie nehmen alle Werte S aus dem bekannten Umfeld, also alle Werte, die Sie kennen, multiplizieren die mit einem Filtergewicht W. Das machen Sie für alle Bildpunkte, die Sie berücksichtigen wollen und normieren das auf alle Filtergewichte, das ist der Nenner. Und das ergibt dann den Prädiktor S-Dach für den Bildpunkt, den man als nächstes kodieren möchte. Und das ist kein normales Filter, das erkennt man daran, dass hier zwei Indizes auftauchen. Das ist eben ein nicht lineares Filter und nicht lokales Filter. Und diese Filtergewichte W, die bestimmt man jetzt auf eine ganz raffinierte Art und Weise, indem man nämlich mehrere Bildblöcke miteinander vergleicht und deren Ähnlichkeit bestimmt. Und so ein Ähnlichkeitsmaß, das wird gerne mit dem Buchstaben D für Distanz abgekürzt. Und Sie sehen hier, da gibt es also zwei Schätzwerte, S-Schlange, S-Schlange, die an verschiedenen Stellen liegen, einmal bei M, N, einmal bei K, L. Die werden verglichen und je nachdem, wie groß diese Summe ist, D, wird das Filtergewicht W festgelegt, aber nicht direkt proportional zu D, sondern proportional zu Exponenten von d, also e hoch minus d. Also je größer das d, desto kleiner das
Filtergewicht. Je kleiner das D, desto größer das Filtergewicht. Oder anders formuliert, je ähnlicher die Bildblöcke, desto höher der Gewichtungsanteil, je unähnlicher, desto kleiner. Und bleibt noch so eine Konstante, H, die muss man wählen, Filterkonstante. Und dann sieht das in etwa so aus. Und das ist jetzt die bildliche Umsetzung dieser Rechenvorschrift. Da haben wir unseren Ausschnitt von vorhin. Das hier ist bekannt und das hier möchte ich jetzt gerne verbessern, möchte ich nachfiltern. Nehmen wir mal an, Sie sind an dieser Stelle und wollen den Punkt filtern. Dann macht jetzt dieser Algorithmus Folgendes, der vergleicht den Punkt mit allen anderen Punkten hier im Außenbereich. Ich habe mal drei herausgegriffen, um das zu verdeutlichen. Nehmen wir mal, ich glaube mit dem geht es jetzt los, mit dem Punkt. Wenn Sie den hernehmen und vergleichen diese beiden Blöcke, werden Sie feststellen, naja, die sind schon relativ ähnlich. Beides mal die Kante vom Kinn. Das ist ziemlich gleich. Dann kriegt dieser Block hier ein hohes Gewicht. Nehmen Sie den nächsten Block, vergleichen den mit dem, stellen fest, der ist zudem sehr ähnlich, bekommt da auch ein hohes Gewicht. Und wenn Sie den dritten Block hernehmen, da oben, dann stellen Sie fest, die sind eigentlich sehr unähnlich, der Block 3 mit dem ganz unten gezeichneten Block, deswegen kriegt er ein kleines Gewicht. Und alle diese Blöcke werden jetzt überlagert, der plus der plus der und dann hierhin kopiert mit den entsprechenden Gewichten. Und das sehen Sie, das ist nicht lokal und deswegen heißt es auch non-local filtering. Das ist ein ganz interessanter Filteransatz, der erst in jüngerer Zeit aufgekommen ist. Leider etwas rechenaufwendiger, aber mit ganz tollen Ergebnissen